Anfang des Monats bevölkerten wieder Ziervögel die Messehallen am Elbauenpark. Veranstaltet wurde die Ausstellung von der Vereinigung für Zucht und Erhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel. Was sich dahinter verbirgt, schauten wir uns mit der Kamera an. Gegründet am 26. Oktober 1952 feierte die Vereinigung dieser Tage ihr 70-jähriges Bestehen. Die VZE, so die Abkürzung, setzt sich aktiv für den Naturschutz, insbesondere für den Artenschutz und den Erhalt der natürlichen Lebensräume der Vögel ein. Sie pflegt damit die traditionelle Vogelhaltung als kulturelles Erbe unter den aktuellen Gesichtspunkten des Tier-, Natur- und Artenschutzes. Bundesvorsitzender ist der Magdeburger Tierarzt Nils Mensing. Herr Dr. Mensing, Ihr Verein ist ja einer mit dem längsten Namen, den ich so kenne. Ja. Können Sie mal so ein bisschen Ihre Arbeit so mal umreißen, ein bisschen skizzieren? Ja, also wir als Vereinigung für Zucht und Erhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel haben uns halt verschrieben, dass wir für die Zucht und Erhaltung der gefiederten Welt da sind. Wir haben in unserem Verein knapp 2000 Mitglieder, die deutschlandweit agieren und in ihren Volieren sehr, sehr viel diverse Vogelarten halten. Das Schöne ist halt bei den Vogelarten, dass wir so faszinierende Tiere haben, von kleinen Vögeln zu großen Vögeln, hier auch eine Ausstellung und in jährlichen Schauen, in den Vereinsschauen und hier auch auf der Bundesausstellung, Bundesmeisterschaft, werden halt die Zuchterfolge und werden die Tiere dem Publikum präsentiert, um dementsprechend hier dem einen oder anderen das eine ein bisschen näher zu bringen. Das ist ja unser Ziel, was wir auch mit dieser Ausstellung dementsprechend hier zeigen wollen. So hatten wir ja in den letzten Jahren keine Ausstellung, hat sozusagen Corona das verhagelt. Wie hat sich denn das auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Also die Corona-Pandemie insgesamt könnte sich also nicht wirklich auf uns negativ auswirken, sondern es ist der demografische Wandel. Das heißt also, die Züchterinnen und Züchter werden halt alle immer älter und deshalb können wir natürlich nicht mehr so viel mobilisieren, um dem einen oder anderen hier es zuzumuten, nach Magdeburg zu kommen und die Volieren zu besetzen. Das heißt also, Corona hat uns nicht wirklich geschadet in dem Sinne, sondern tatsächlich, wir sehen aktuell eigentlich nur den Verlauf in unseren Vereinen, den wir automatisch schon mit haben. Gibt es keine Chance auf Nachwuchs bei den Züchtern? Das Problem ist, das werden Sie alle selber wissen, in verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Aktuell ist es so, dass die Jugendarbeit sehr, sehr eingeschlafen ist. Das liegt zum großen Teil daran, dass die Jugend natürlich am Handy, am Fernsehen, am PC ist, nicht wirklich die Natur begeistert. Es gibt den Ausdruck biophil. Wir Menschen, wir brauchen das Zusammenleben mit den Tieren und das geht uns leider verloren in unserer Gesellschaft. Und hinzu kommen natürlich die gestiegenen Grundstückspreise. Als junger Mensch mit 25 Jahren, wie soll ich mir ein Grundstück für 200.000 Euro leisten, dann noch eine Voliere aufstellen? Das ist also nicht mehr möglich, dass man heutzutage so einfach, wie es vor 30, 40, 50 Jahren war, Tiere zu halten und Tiere zu züchten. Da haben wir sehr, sehr große Hürden aktuell und deshalb fehlt uns auch der Nachwuchs, wobei den Nachwuchs beziffere ich nicht vom Alter her bei 20 oder 30. Teilweise ist es so, dass wir uns schon freuen, wenn 40, 50-Jährige sich unserer Vereinigung anschließen und jährlich zu uns dazukommen und hier uns begeistert dementsprechend auch helfen. Gibt es eigentlich irgendwie, sagen wir mal, Schwierigkeiten mit Tierschützern? Ich wüsste bei den Rassekaninchen, die müssen sich auch immer abwehren. Also zum Glück haben wir, was die Konfrontation angeht mit Tierschützern, bis dato keine großen Konfliktpotenziale. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir einfach zu wenig sind, eine zu kleine Population von Vogelzüchtern hier sich auch darstellt. Und zum anderen liegt es auch daran, dass wir natürlich die Wildform, die in der Natur vorkommt, schützen wollen. Das heißt, wir haben ja den Artenschutz bei uns mit als Agenda im Verein mit bei und wir engagieren uns halt auch im Freiland, hier lokal in Deutschland oder auch in anderen Ländern, um die Arten, die wir in unseren Volieren halten und züchten, dementsprechend auch aktiv zu schützen. Dann können wir bloß hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren hier noch weitere Ausstellungen von Ihnen sehen werden. Ja, also das ist natürlich langfristig gesehen auch ein Ausblick. Die Messehallen werden natürlich nicht günstiger und die Einnahmen werden nicht mehr. Das heißt, die Leute haben weniger im Portemonnaie, die Messehalle kostet mehr und wir müssen als Verein natürlich schon gucken, dass sich das Ganze rechnet. Sicherlich ist das immer ein Zuschussgeschäft, dass wir hier gesellschaftlich etwas präsentieren und zeigen, aber am Ende des Tages muss halt auch eine schwarze Null unterm Strich stehen. Und wenn das nicht gewährleistet ist, können wir das nicht auf den Schultern unserer Mitglieder hier eine so große Ausstellung
in Gang setzen, sondern müssen dann halt auch mal gucken und sagen, okay, dann muss man halt eine Ausstellung nur alle 2 Jahre durchführen, damit man halt nicht so die enormen Summen ausgibt. Ein Problem, vor dem in diesen Zeiten explodierender Kosten viele Vereine und Veranstalter stehen. Und so kann man nur hoffen, dass auch im nächsten oder übernächsten Jahr die VZE wieder eine Bundesausstellung durchführen kann, die ja auch immer mit der Bundesmeisterschaft der Züchter und Züchterinnen verknüpft ist. Denn nicht nur die Züchter möchten ihre Tätigkeit gewürdigt wissen, auch die vielen Vogelfreunde unter den Besuchern würden sich gerne weiter an den vielen gefiederten Schönheiten erfreuen.